Die fünf Jungs aus den USA wollen es noch einmal wissen. Im Juni erscheint ihr neues Album Never Gone. Beim Fotoshooting für die neue CD haben wir die Backstreet Boys getroffen und festgestellt, aus den Jungs von damals sind richtige Männer geworden. Anna Hohns zeigt ihnen die Bilder. Es ist ein bisschen so, als ob sie nie weg gewesen wären, wenn man sich ihre neue Single Incomplete anhört. Klingt nach dem echten Boyband-Schmachtsound der 90er, aber Howie, AJ, Kevin, Brian und Nick sind doch etwas in die Jahre gekommen. Mit Ende 20, Anfang 30 starten sie ihr Comeback und sind nur noch musikalisch die, die sie schon immer waren. AJ hat eine Menge durchgemacht. Ich bin von einem 12-jährigen Jungen zu einem 25-jährigen Mann geworden. Denke ich zumindest. Brian hat eine Familie gegründet und alle sind erwachsen geworden. Die größte Wandlung von allen aber machte AJ McLean durch. Der 27-Jährige hat nicht nur eine beispiellose Karriere, sondern auch einen Drogenentzug hinter sich. Mitte 2001 weist er sich selbst in eine Klinik ein. In meinem Leben hat sich alles geändert, seit ich trocken bin. Ich kann Dinge jetzt mehr wertschätzen. Wir stehen uns sehr nahe, mehr denn je. Uns macht die Arbeit am neuen Album Riesenspaß. Really enjoying this whole new album cycle. Aber wer nun denkt, nochmal abkassieren und sich dann mit noch mehr Millionen zur Ruhe setzen, der irrt. Die Jungs wollen dauerhaft im Popgeschäft bleiben. Wir würden dieses Jahr gern mal ein Weihnachtsalbum machen. Das haben wir noch nie gemacht. Wir lieben Weihnachtslieder. Das wäre dann zumindest was für ihre Fans von einst. Die sind ja nun ebenfalls in die Jährchen gekommen und stehen mittlerweile sicher auch auf eher Besinnliches.